Hallo ihr, ich stelle euch heute die App YouTube vor, mit der ihr auch mobil Videos, Filmausschnitte oder Musikvideos anschauen und ins Internet laden könnt. Wenn ihr die App öffnet, seht ihr alle Videos aufgelistet, die euch von YouTube empfohlen werden. Über die Suchfunktion könnt ihr nach bestimmten Videos suchen. Wenn euch ein Video gefällt, könnt ihr es mit dem Daumen hoch bewerten, teilen, einer Playlist hinzufügen oder auch den Kanal abonnieren. Gefällt euch das Video nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Natürlich könnt ihr mit eurem Account auch Videos kommentieren. Über das Menü könnt ihr außerdem auf die Trends, das sind aktuelle, besonders beliebte Videos, eure Abos, also die Kanäle, die ihr regelmäßig anschauen wollt, eure Bibliothek und eure Aktivitäten zugreifen. Rechts oben könnt ihr auch auf euer eigenes Profil bzw. euren Kanal zugreifen und eure Einstellungen ändern. Habt ihr einen eigenen Kanal, könnt ihr dort auch eigene Videos hochladen oder Live-Videos starten. Doch Vorsicht, informiert euch unbedingt über die Urheberrechte, bevor ihr etwas hochladet. Wenn ihr ein Google-Konto habt, werdet ihr automatisch bei YouTube angemeldet. Ein Google-Konto könnt ihr euch übrigens ab 13 Jahren einrichten. YouTube könnt ihr aber auch ohne Registrierung nutzen. Allerdings fallen dann ein paar Funktionen, wie beispielsweise Liken und Kommentieren, weg. Einige Videos auf YouTube sind nicht für Minderjährige geeignet und deshalb mit einer Altersbeschränkung versehen. Außerdem sind Videos aus anderen Ländern teilweise nicht in Deutschland verfügbar und können deshalb nicht angezeigt werden. Mehr Infos zur App YouTube findet ihr auch im Apps und Ups Bereich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.